Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Ich habe heute wieder einen neuen Tabak für euch und zwar einen neuen Tabak mit konformer Frische. Also sehr, sehr nices Ding. Wir testen heute den Hookah Squad. Wir haben ihn ja schon ein paar Mal im Stream zusammen geraucht. Heute aber das offizielle Review dazu. Einmal der Mangoya und einmal der Ice Fresh Apple von Hookah Squad. Ich würde sagen Intro, Kopfbau und dann sehen wir uns im Review wieder. So, dann kommen wir mal zum Kopfbau von dem Hookah Squad Tabak. Beziehungsweise würde ich sagen, gucken wir uns erstmal die Dosen hier an. Das hier ist die erste, der Ice Fresh Apple. Made in Germany, High Quality Shisha Tobacco. Auf der Unterseite sehen wir nichts Besonderes. Sehen wir noch irgendwas auf der Außenseite? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Da sehen wir noch den Preis. 17,90 Euro kostet das Ganze. Und ich würde sagen, wir gucken uns auch einfach direkt Schnitt und Feuchtigkeit an. Von beiden Sorten habe ich schon einige Köpfchen geraucht. Das sind schön große Dosen, in denen man ganz bequem seinen Tabak umrühren kann. In der Regel schmeißt man da nichts nebendran. Es ist relativ feuchter Tabak. Ja, warte mal, ich hole mal hier so eine dicke Gabel. Also ihr seht, es ist schon relativ feuchter Tabak, schön fein geschnitten. Ist auch ordentlich klebrig. Ihr seht, wenn hier mal so ein Batzen fällt, dann fällt eigentlich direkt ein Batzen und keine einzelnen Blättchen oder so. Finde ich aber zum Kopfbau, vor allem im Funnel, tatsächlich sehr, sehr angenehm. Im Mehrlochkopf könnte das vielleicht ein bisschen Krise werden, wenn da die Löcher verstopfen. Dann müsst ihr einfach fluffiger bauen. Aber im Funnel sollte das Ganze kein Problem sein. So Leute, ich habe euch gehört. Ich baue auch mal in anderen Köpfen. Heute bauen wir mal in dem Werkbund Zeus. Ja, auch ein sehr schöner Funnel. Cooles Design auf jeden Fall. Den. Und machen wir heute einen Werkbund-Day. Wir bauen auch noch in diesem wunderschönen Werkbundkopf hier, den ich tatsächlich viel zu selten rauche. Ja, sollte man häufiger rauchen. Finde ich eigentlich ein sehr, sehr geiles Design. Er ist sehr klobig, das muss man sagen. So, ich würde sagen, den Ice Fresh Apple bauen wir auch direkt hier in dem Kopf. Wir machen unsere Waage an und gucken mal, wie viel der wiegt. 268. Okay, 268 Gramm hatten wir. Dann bauen wir das gute Köpfchen mal mit dem Ice Fresh Apple. Umgerührt haben wir ja schon. Jetzt erstmal Tabak locker fluffig hier ins Köpfchen rein. Ja, wir sehen ab und zu mal ein ganz kleines, feines Ästchen. Aber nichts, was irgendwie was ausmachen würde. So, den hätte man definitiv ein bisschen fluffiger bauen können. Gehen noch einmal um den Rand hier rum. So. So sieht das fertig gebaute Köpfchen hier aus. Wie gesagt, den hätte man definitiv ein bisschen fluffiger bauen können. Ich habe auch tatsächlich vergessen, wie schwer er war. Aber wir messen jetzt einfach mal. Ich glaube, wir waren bei... ich weiß tatsächlich nicht mehr, bei was wir waren. Aber jetzt haben wir 295 Gramm. Ja. Muss ich euch drunter schreiben, was wir jetzt verbraucht haben. So, den Ice Fresh Apple haben wir gebaut. Jetzt bauen wir den Mangoya. Mangoya, das ist nicht einfach nur so ein Ja, ich will Mango, sondern das Ja steht für die Maracuja, die da mit drin ist. Und ich finde, nein, ich will hier schon wieder was vorne wegnehmen. Ich muss mich zusammenreißen, ich baue nur das Köpfchen. So, Werkbund Zeus wiegen wir auch, 255, versuche ich mir auch diesmal zu merken, Kappa, machen ihn schön fluffig. Und dann schnappen wir uns wieder fluffig irgendwie Tabak auf die Gabel und streichen sie schön in unser Köpfchen rein. Ich muss tatsächlich wirklich mal gucken, dass ich ab und zu mal mit anderen Köpfen baue. So, ich weiß, ich zeige euch immer den Oblaco und ihr wollt alle Oblacos, aber es gibt keine Oblacos. Und ich glaube, ich sollte ein gutes Vorbild sein und zeigen, dass es viele gute Köpfe gibt und nicht immer den Oblaco nehmen. Aber ja, ich mag den Oblaco halt auch einfach. Ne, es ist... ein schwieriges Thema, Leute. Das ist ein sehr schwieriges Thema. So, wir haben locker fluffig uns den Tabak hier in den Kopf gehauen. Jetzt müssen wir ihn auch noch locker fluffig verteilen. So, wir wollen den Rand frei machen, sowohl innen als auch außen. Das Ganze ordentlich und gleichmäßig verteilen, Arbeit leisten und das Funnel noch so ein bisschen frei machen. So, 255 Gramm hatten wir. Habe ich mir diesmal tatsächlich gemerkt. Hier hängt noch ein Tabakblatt.
So, 255 und jetzt haben wir 275. Also 20 Gramm sind jetzt dennoch hier im Werkbund Zeus. Aber das ist, denke ich mal, verkraftbar. Ja? Da kommen jetzt noch Smokeboxen drauf und dann sehen wir uns beim Rauchen wieder. So, die Kohlen sind ready. Das heißt, wir packen den ersten Kopf drauf. Welchen sollen wir als erstes nehmen? Nehmen wir den, der näher bei uns steht, würde ich sagen. Und das ist der Werkbund. So, dann werfen wir mal den Ice Fresh Apple hier auf die gute Shishaya. Packen uns da mal zwei Kohlen rein. Beziehungsweise zum Anrauchen nehmen wir am besten drei. Beziehungsweise zweieinhalb. Ne? Hashtag Kantenbasis. Grüße gehen erneut raus an Kassel, aka Yannick. So, zwei C26er Tom-Kohlen rein. Und eine auf Kipp, damit der Lotus noch ein bisschen extra Hitze bekommt und das Ding schneller an ist. Ich würde sagen, ich rauche das Teil an und dann sehen wir uns wieder. So, das Köpfchen ist an. Die Kohle kann runter. So, Ice Fresh Apple, Leute. Wir kommen wie immer als erstes mal zum Geruch. Schnitt und Feuchtigkeit habt ihr ja eben schon im Kopfbau gesehen. Schnitt sehr angenehm, ne? So ein schöner, nicht unglaublich feiner Schnitt, aber schon ein feiner Schnitt. Also er ist nicht unglaublich fein, aber er ist schon relativ fein geschnitten. Finde ich aber sehr angenehm, gerade für einen Funnelkopfbau ist das hervorragend so. Feuchtigkeit ist krass, also als ich den am Anfang gesehen habe, dachte ich so, Digga, da bleibt doch safe Molasse unten übrig. Nada. Keine Molasse und üppig geblieben. Das heißt, wir haben einen sehr geilen Tabak, der sehr geil viel Feuchtigkeit aufnehmen kann, was immer sehr gute Voraussetzungen sind für eine geile Rauchentwicklung. Und ich würde sagen, nachdem wir beim Geruch waren, gucken wir uns die auch direkt danach an. Geruchlich haben wir einen leckeren, leicht sauren, aber auch mit süßen Noten versehenen grünen Apfel. Keine Anisnote whatsoever, also wirklich null Anis hier mit dran. Und er hat eine angenehme Frische, die für mich aber tatsächlich ein bisschen krasser sein könnte. Also bei einem Tabak, der Ice Fresh Apple heißt, also Ice und Fresh Apple, würde ich mir mehr erwarten von der Minze. Aber vielleicht ist das ja im Geschmack noch was ganz anderes. Vorher gucken wir uns noch kurz die Rauchentwicklung an. Ja, und ich würde sagen, so feucht wie der Tabak ist, so schön wie dieser Tabak die Molasse aufgenommen hat, hätte ich nichts anderes erwartet, aber top Rauchentwicklung, also wirklich 1A, feinste Sahne. Vielleicht noch kurz ein paar Worte zu meinem Setup. Ich habe mal wieder die Shishaya Kaili 350 ausgepackt. Der Durchzug war mir immer ein bisschen zu schwergängig. Dann hat der Konzi gesagt, Digga, dann mach doch einfach mal den Diffusor ab. Habe ich gemacht. Tatsache, Durchzug ohne Diffusor deutlich besser als mit Diffusor. Sie blubbert unglaublich krass für so eine kleine Pfeife. Und Leute, wenn ihr mich fragt, was ist die Pfeife, die du kennst mit der mit Abstand besten Verarbeitung? Shishaya. So, es ist Aeon, dann nochmal ein klitzekleines bisschen mehr die Stimulation und dann nochmal ein klitzekleines bisschen mehr die Shishaya. Aber das ist wirklich... Oh. Und man kann Musik mitmachen, das ist ganz wichtig. Feinste Verarbeitung V4A Edelstahl. V4A Edelstahl. Die Gewinde, Leute, die stand jetzt bestimmt ein Jahr rum, wo ich sie nicht geraucht habe. Die Gewinde laufen wie Butter. Wie Butter, ohne dass ich da irgendwas eingeölt habe. Also Wahnsinn, was Shishaya für eine Qualität hat. Normal hat Shishaya auch eine innenliegende Schlauchfeder, was ich auch unglaublich nice finde. Die habe ich leider verloren. Deswegen haben wir jetzt eine außenliegende Schlauchfeder. Aber die innenliegende, sehr, sehr nice. Und Leute, dieser Kohleteller. Ich weiß, manche sagen, der Kohleteller ist mit... Ich mache schon wieder Musik. Manche sagen, der Kohleteller ist mir zu groß für so eine kleine Pfeife. Ich finde das extrem geil. Es gibt für mich nichts Nervigeres, als eine kleine Pfeife zu haben, wo der Kohleteller so klein ist, dass ich ihn basically nicht benutzen kann. Deswegen, für mich ist das genauso genau richtig. Und Leute, die Shishaya übrigens die einzige Pfeife, mit der ich mich Folgendes traue. Kein Ding. Ich würde jeden umklatschen, der seine Pfeife am Kohleteller nimmt. Aber der Shishaya vertraue ich so sehr, die hebe ich auch am Kohleteller. Ist auch noch nie was passiert und ich habe die Pfeife schon eine Weile. So, wir nehmen nochmal einen Zug. Diese Wolken müssen noch ein bisschen begutachtet werden. Also 1A. Kein Drücken, kein Kratzen und unglaublich fette Wolken. Also die Rauchentwicklung von dem Tabak, sehr, sehr nice. Ich würde mal sagen so,
klar, es gibt viele Tabaksorten, die eine gute Rauchentwicklung haben oder viele Tabakmarken. Aber ich würde sagen, Holster und Nameless und Co., die sind immer ganz weit vorne mit dabei. Oder Almasiva, sowas in die Richtung. Der Hookah Squad, Alter, der muss sich nicht verstecken von der Rauchentwicklung. Viel Rauchentwicklung bedeutet meistens auch, viel Rauch kann viel Geschmack tragen. Ist er denn geschmacksintensiv und wonach schmeckt er? Falls ich noch nicht gesagt habe, kein Drücken, kein Kratzen, sehr, sehr entspanntes Rauchen. Wir haben eine typische grüne Apfelnote am Start. Also es erinnert sehr stark an den Bonnie und Clyde und auch an den Chilmer Persian Apple. Das sind eigentlich immer so die zwei grüne Apfeltabaksorten, die ich meistens nehme, wenn ich einen grünen Apfel rauchen will. Aber Chilmer und Persian Apple, Persian Apple und Bonnie und Clyde von O's immer sehr, sehr nah beieinander. Der Ice Fresh Apple schmeckt noch einen Ticken anders. Er hat noch diese kühle Note dabei, die definitiv viel krasser ist, als die im Geruch eben noch am Start war. Und ich finde, die drückt so ein bisschen die Süße, was halt wirklich ein Fresh Apple hervorbringt, mit Eisnote dabei. Also es ist schon genau das, was draufsteht. Von daher sehr, sehr gut. Es ist krass Geschmack am Start. Ja, also sehr, sehr geschmacksintensiv. Schmeckt sehr, sehr nice. Und ich würde sagen, nachdem der schon so gut abgeschnitten hat, gucken wir uns mal hier den Mango Ja an. Dafür hauen wir mal in das Köpfchen hier zwei Kohlen rein, klauen uns noch eine hier raus, um die hier auf Kipp mit dazu zu packen. Dann werfe ich den Kopf gerade schon mal in die Küche, den rauche ich dann später noch fertig. Aber irgendwo muss ich den ja zwischenlagern. So, und dann packen wir hier unser Köpfchen Mango Ja mal drauf. Wir haben schon eine Kopfdichtung eben gesehen. Da ist auf jeden Fall gut Molasse rausgekommen, ja. Also da ist ja ordentlich Molasse dran. Wenn der heiß wird, gibt er die natürlich ab und dann, ja, Vollkontakt im Funnel, dann läuft das Ganze auch schön nach unten. Ne? Da kannst du noch so viel Funnel bauen, wie du willst, das läuft trotzdem. So Leute, ich würde sagen, das Köpfchen Mango Ja ist definitiv angeraucht. So, wie auch beim Ice Fresh Apple kommen wir als erstes mal zum Geruch vom Tabak. Schnittfeuchtigkeit, selbes Spiel wie beim Ice Fresh Apple, Leute, ihr habt es gesehen. Feiner Schnitt, krasse Feuchtigkeit am Start, aber keine überschüssige Molasse am Dosenboden. Wir riechen mal dran. Die Mangonote, die definitiv im Vordergrund ist, hat irgendwie was leicht Erdiges, Herbes. Klingt sehr, sehr weird. Wenn ihr dran riecht, werdet ihr vermutlich wissen, was ich meine. Es wäre vom Geruch her tatsächlich nicht meine Lieblingsmangonote. Ich habe bei einer Mangonote normal lieber eine süße Mango am Start, aber so wäre es auf jeden Fall natürlicher, wie es hier halt jetzt gerade ist. Es ist sehr fruchtig mit einer leichten Frische. Was ich aber extrem, und zwar extrem, extrem nice finde, ist die Maracuja-Note im Hintergrund. Sie ist nicht krass am Start, aber sie riecht so unglaublich geil. Also dafür, dass es ein Mango mit Maracuja-Tabak sein soll, finde ich die Mango okay, aber die Maracuja unglaublich nice. Also das schon vom Geruch her sehr, sehr geiles Ding. Also wie gesagt, die Mangonote so leicht erdig, leicht herb, würde ich sagen, so in die Richtung geht das Ganze. Aber diese Maracuja-Note, so frisch, so schön säuerlich, so authentisch, unglaublich geil die Maracuja-Note im Hintergrund. Sind wir mal gespannt, ob die Maracuja-Note im Hintergrund reicht, um mich von dem Tabak zu überzeugen, obwohl die Mangonote, die einem Vordergrund sein soll, nicht unbedingt meins ist. Oder was heißt nicht unbedingt meins, aber es ist nicht meine Lieblingsmangonote, die da mit drin ist. So, wir gucken uns mal die Rauchentwicklung an, aber das habt ihr ja eben schon gesehen, als ich gezogen habe. Wieder ganz dezente Wölkchen am Start beim Hookah Squad Tabak. Ja, also Rauchentwicklung auf jeden Fall wieder absolut on point. Ne, schönes Noppenkontakt-Setup, gutes Noppenkontakt-Setup, fast schon so Richtung Overpack-Vollkontakt, aber es ist auf jeden Fall noch Noppenkontakt. Zwei Kohlen im Callout Lotus drinne, Lotus 1 Plus.
Wie gesagt, auf dem Berg von Zeus gerade natürlich immer noch die Shishaya am Start. Übrigens, ich habe jetzt nicht das Wasser gewechselt, aber von einem Kopf in der Regel solltet ihr jetzt keinen Beigeschmack von dem Tabak haben, den ihr davor hattet, außer ihr raucht irgendwas, was krass penetrant ist, also sowas wie Doppelapfel oder Fallim oder so. Da kannst du danach auf jeden Fall erstmal ordentlich deine Pfeife schrubben. Aber bei so einem Apfeltabak merkt man jetzt keinen riesigen Unterschied, wenn man dann nicht direkt das Wasser wechselt. Aber Leute, auf jeden Fall nach eurer Rauchsession normalerweise am besten das Wasser wechseln. Spätestens nachdem ihr mit dem Rauchen fertig seid, an einem Tag solltet ihr das Wasser tauschen. Immer besser abends als am nächsten Morgen, dann habt ihr weniger Ränder hier drin. Lohnt sich das direkt zu machen. Ja? Den inneren Schweinehund überwinden und direkt putzen die gute Pfeife. So, wie ist der Mango ja geschmacklich? Die Mangonote ist weniger erdig, aber immer noch natürlich, schmeckt mir aber besser als er riecht. Natürlich, Geschmack ist immer ein bisschen weniger intensiv als der Geruch, also vielleicht ist das da die entscheidende Formel, sodass der Geschmack dann besser wird als der Geruch, ist aber immer noch nicht meine Lieblings-Mangonote. Aber Leute, für mich lebt dieser Tabak hier von der Maracuja-Note, die mit am Start ist. Die Maracuja, wie im Geruch, krass authentisch. Sehr, sehr leckere, nice, authentische Maracuja. Leider ein bisschen im Hintergrund. Es soll ja, wie gesagt, auch ein Mango-Tabak sein mit Maracuja. Nicht umgekehrt. Ich würde es mir fast mal umgekehrt wünschen. Würde ich gerne wissen, wie das dann wäre. Könnte mir dann, glaube ich, noch ein bisschen mehr gefallen. Aber die Mango-Note ist nice, aber holt mich nicht krank ab. Die Maracuja-Note ist überragend und holt mich hundertprozentig ab. Würde ich mir den Tabak nochmal holen? Bei dem Ice Fresh Apple auf jeden Fall. Sehr nicer grüner Apfel mit einer ordentlichen Frische am Start und das Ganze dann auch TPD2-konform. Die Frische beim Mango ja deutlich eher im Hintergrund. Er hat immer noch so eine fruchtige Frische, aber das ist jetzt nicht, also ich würde ihn auch jetzt nicht Eismango oder Fresh Mango oder sowas nennen. Das ist schon besser, dass der einfach Mango Maracuja heißt. Aber er hat auf jeden Fall eine leichte frische Note mit am Start, die auch für den Flavor sehr, sehr wichtig ist, finde ich. Ja, also er lebt so ein bisschen davon. Diese fruchtige Frische finde ich immer sehr, sehr nice, wenn die mit am Start ist. Den Ice Fresh Apple würde ich mir also auf jeden Fall wiederholen. Würde ich mir den Mango Maracuja wiederholen? Wegen der Mango? Nein. Die Maracuja? Schon. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Also es ist irgendwie ein nicer Tabak, der Spaß macht zu rauchen, weil er einfach zu rauchen ist, sehr leicht zu rauchen ist, eine schöne Rauchentwicklung hat, ordentlich Geschmacksintensität mitbringt. Die Mango-Note, nicht mein absoluter Favorite, aber diese Maracuja-Note macht es dann doch irgendwie wieder aus und holt den Tabak nochmal so richtig aus der schlechten Bewertung oder nicht ganz so guten Bewertung raus und bringt ihn dann doch zu einer guten Note. Es ist schwierig. Also ich glaube, ich würde mir den auf jeden Fall wiederholen, aber wäre dann immer so ein bisschen so, die Mango, weiß ich nicht. Also ich würde mir wünschen, dass Hookah Squad da vielleicht nochmal ein bisschen mehr Maracuja mit reinknallt. Die Mango vielleicht ein bisschen mehr in den Hintergrund nimmt, die Maracuja ein bisschen mehr in den Vordergrund bringt und dann würde ich den sehr, sehr gerne nochmal rauchen, weil die Maracuja, die hier drin ist, ist bis jetzt der beste Ersatz zu dem Somo Maracuja, den es ja leider nicht mehr gibt. Und von daher doch irgendwie ein nices Ding. Aber hier bin ich ein bisschen zwiegespalten, würde ihn aber wahrscheinlich wegen der Maracuja wiederholen. Ice Fresh Apple, nices Ding, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen, beziehungsweise werde ich mir auf jeden Fall des Öfteren mal gönnen. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Es würde mir sehr weiterhelfen. Ihr wisst das, Ziel ist hier hinten irgendwann der silberne Playbutton, der 100.000 Abo Creator Award von YouTube. Also gerne ein bisschen Unterstützung zeigen. Würde ich mich riesig drüber freuen, wenn ihr unter dem Video noch ein Abo da lassen würdet. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha WG.